Hallo und herzlich willkommen zu unserer EU2Go-Folge über Schweden. Folgende Inhalte werden euch in diesem Video erwarten. Wir beginnen mit allgemeinen Informationen über Schweden. Dann geht es über Schweden und das Verhältnis zur Europäischen Union. Daraufhin folgt ein Überblick über die Politik des Landes und abschließend noch ein Quiz. Schweden liegt in Nordeuropa auf der skandinavischen Halbinsel an der Ostsee. Außerdem grenzt es nur an zwei weitere Länder, Norwegen und Finnland. Die Hauptstadt ist Stockholm, die auf über 14 Inseln verstreut liegt. Im Allgemeinen gehören zu Schweden nämlich mehr als 220.000 kleine Inseln. Die Sprache ist überwiegend Schwedisch, in manchen Gebieten wird auch Finnisch gesprochen. Eine Besonderheit an Schweden ist die Währung. Es hat nicht den Euro als Währung eingeführt. In Schweden bezahlt man mit der schwedischen Krone. Schweden ist außerdem bekannt für Astrid Lindgren und ihre Kinderbücher über Pippi Langstrumpf und Michel aus Lönneberga. Zu ihren Büchern hat die Autorin einmal selbst gesagt: "Und dann schreibe ich so, wie ich mir das Buch wünsche, wenn ich selbst ein Kind wäre. Ich schreibe für das Kind in mir." Nun kommen wir zur Flagge Schwedens. Die Farben der schwedischen Nationalflagge sind blau wie der Himmel und goldgelb wie die Sonne. Einer Legende zufolge soll Erik der Heilige im 12. Jahrhundert im heutigen Finnland ein goldenes Kreuz am Himmel entdeckt haben. Diese beiden Farben wurden daraufhin von der schwedischen Königsfamilie als Flagge übernommen. Ob dies tatsächlich so geschehen ist, lässt sich heute natürlich nicht mehr überprüfen. Nun zu Schweden und der Europäischen Union. Die Europäische Union, abgekürzt EU, ist ein Zusammenschluss von europäischen Staaten, die gemeinsame politische Ziele verfolgen. Die heutige EU hat eine lange historische Entwicklung hinter sich, die nach dem Zweiten Weltkrieg begonnen hat. Ihren Geburtstag feiert die EU immer am 9. Mai. Aus damals 6 Gründerstaaten, darunter auch Deutschland, entwickelte sich die EU, wie wir sie heute kennen. Jeder Staat in Europa hat die Möglichkeit, der Europäischen Union beizutreten. Allerdings müssen dafür einige Voraussetzungen erfüllt werden. Eine der wichtigsten Voraussetzungen ist es, dass der Staat, der beitreten möchte, demokratisch ist. Die Staaten, die sich in der EU zusammengeschlossen haben, wollen in vielen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Fragen zusammenarbeiten. Sie wollen gemeinsam dafür sorgen, dass der Wohlstand in Europa gesichert wird und die Menschen in Frieden leben können. Eine solche gemeinsame Politik ist manchmal ziemlich kompliziert. Alle Staaten in der EU sind immer noch selbstständig und haben eigene Regierungen. Heute zählen zur EU insgesamt 27 Länder. Nach dem Fall der Berliner Mauer 1989 wurde der EU-Beitritt in Schweden zu einem wichtigen politischen Thema. Im Jahr 1990 gab die Regierung bekannt, in die EU eintreten zu wollen. Nach erfolgreichen Beitrittsverhandlungen und einem landesweiten Referendum wurde Schweden 1995 schließlich Mitglied der EU. Damals sind neben Schweden noch Österreich und Finnland in die EU eingetreten. Seitdem ist Schweden in allen Institutionen der EU vertreten: dem Rat der Europäischen Union, dem Europäischen Rat, der Europäischen Kommission und dem Europäischen Parlament. Schweden ist so ein gleichberechtigter EU-Mitgliedstaat, der über Veränderungen und Entwicklungen aktiv mitentscheiden kann. Die Aufgaben jedes Landes sind im EU-Vertrag geregelt. Ob der EU-Vertrag eingehalten wird, überprüft der Europäische Gerichtshof. Doch wie ist die Bevölkerung Schwedens der EU gegenüber eingestellt? Kommen wir nun zur EU-Skepsis. Schweden zählt zu den Ländern, in denen die Zustimmung zur EU dem europaweiten Durchschnitt entspricht. Bereits bei der Volksabstimmung über die EU-Mitgliedschaft im Jahre 1994 stimmten 52,3% der Bevölkerung mit Ja. Demgegenüber stimmten 46,8% mit Nein.
Heute sind jedoch 60% der Befragten der Meinung, dass die EU-Mitgliedschaft gut für Schweden sei. Nur 22% sehen die Mitgliedschaft als skeptisch an. Als die Bevölkerung 2003 gefragt wurde, ob Schweden auch der Wirtschafts- und Währungsunion beitreten sollte, stimmten 55,9% dagegen. Infolgedessen wurde der Euro bis heute nicht eingeführt. Und wie nach dem Referendum von 2003 zu erwarten ist, bezieht sich auch das EU-skeptischste Ergebnis weiterhin auf den Beitritt zur Wirtschafts- und Währungsunion. Nur 23% der befragten Schweden sind für einen Beitritt und die Einführung des Euros. Das müsst ihr über die Politik in Schweden wissen. Schweden ist sowohl ein Königreich als auch eine parlamentarische Demokratie. Das bedeutet, dass es ein Staatsoberhaupt von der Königsfamilie gibt, also einen König oder eine Königin. Der König oder die Königin haben die Funktion, Schweden nach außen zu repräsentieren. Deswegen gilt Schweden als eine konstitutionelle Monarchie, in der der König oder die Königin keine reale politische Macht besitzt. Die Regierung Schwedens wird von einem Ministerpräsidenten oder einer Ministerpräsidentin geführt. Der oder die Ministerpräsidentin wird vom schwedischen Reichstag gewählt. Die Amtszeit ist dabei nicht an die Wahlperiode des Reichstags gekoppelt, der alle 4 Jahre neu gewählt wird. Stattdessen müssen sie sich innerhalb von 2 Wochen, nachdem der Reichstag das erste Mal zusammentritt, einer Vertrauensabstimmung stellen. Wenn die Mehrheit der Abgeordneten für den oder die Ministerpräsidentin stimmt, kann die Person weiterhin im Amt bleiben. Schweden ist ein Zentralstaat und in 21 Provinzen unterteilt. Kommen wir nun zum schwedischen Wahlsystem. In Schweden werden die 349 Abgeordneten des schwedischen Reichstags alle 4 Jahre gewählt. Das gesamte Land ist dabei in 29 Wahlkreise unterteilt und das Wahlsystem basiert auf dem Prinzip der Verhältniswahl. Das bedeutet, dass die Kandidaten und Kandidatinnen von den Parteien auf Wahllisten gesetzt werden. Somit müssen sich die schwedischen Bürger und Bürgerinnen für eine Person von der Kandidatenliste entscheiden. Von den 349 Mandaten gibt es dann 310 feste Direktmandate und 39 Ausgleichsmandate. Wie viele Sitze eine Partei im schwedischen Reichstag erhält, entscheidet dann der Anteil der Stimmen, den die Partei im Allgemeinen insgesamt bekommen hat. So setzt sich das schwedische Parlament möglichst genau nach den Wahlergebnissen zusammen. Das Wahlalter liegt in Schweden bei 18 Jahren. Als nächstes stellen wir euch die Parteien im schwedischen Parlament vor. Die Linkspartei versteht sich als eine sozialistische Partei und Alternative zu den Sozialdemokraten. Sie fordert soziale Gerechtigkeit, wirtschaftliche Gleichheit und mehr bezahlbaren Wohnraum. Die Sozialdemokraten sind die stärkste politische Partei Schwedens und gelten als linksliberal. Sie setzen sich für einen freien Zugang zum Gesundheits- und zum Bildungssystem ein. Die Umweltpartei ist 1981 aus der Umwelt- und Anti-Atomkraftbewegung entstanden. Die Kernthemen behalten also Umweltpolitik. Sie wird traditionell von einer Doppelspitze aus einer männlichen und einer weiblichen Person geführt. Die Liberalen gelten als eine wirtschaftsliberale Partei. Thematische Schwerpunkte liegen auf den Bereichen Bildung, Integration, Gleichstellung und freie Wirtschaft. Die Moderate Sammlungspartei ist eine bürgerlich-konservative Partei. Sie ist die größte Oppositionspartei und verfolgt das Ziel, mehr Arbeitsplätze in Schweden zu schaffen. Zudem verfolgt sie ein liberales Wirtschaftsprogramm. Die Zentrumspartei ist eine bürgerliche und liberale Partei. Sie vertritt im schwedischen Parlament vor allem die Interessen von Landwirten und Kleinunternehmen und setzt sich für lokalen Umweltschutz ein. Deshalb wird sie auch vor allem in den ländlichen Regionen Schwedens gewählt.
Die Christdemokraten sind eine christlich-soziale Partei. Sie orientieren sich an traditionellen Normen und Werten und legen ihren inhaltlichen Fokus auf innere Sicherheit und Integration. Zuletzt zu den Schwedendemokraten, die seit der Parlamentswahl 2010 im schwedischen Reichstag vertreten sind. Sie sind eine rechtspopulistische Partei, die sich im Zusammenhang mit der Debatte um die schwedische Einwanderungspolitik gegründet hat. Die Partei gilt als nationalpopulistisch und spricht sich gegen Einwanderung und für traditionelle Familienpolitik aus. Eine Besonderheit der schwedischen Politik ist die Gleichstellung. Dafür ist Schweden besonders bekannt, für die Gleichstellung von Frauen und Männern. So gilt das Land als eines der Länder mit der am weitesten umgesetzten Gleichstellung. Gleichstellungspolitik hat in Schweden auch schon eine lange Tradition und in der Gesellschaft gilt das Thema als selbstverständlich. Bei der Umsetzung hat die schwedische Gleichstellungspolitik zwei Ziele. Sie soll erstens sicherstellen, dass Macht und Ressourcen gerecht zwischen den Geschlechtern verteilt werden. Zweitens soll sie auch die Voraussetzungen dafür schaffen, sodass Frauen und Männer die gleiche Macht und die gleichen Chancen erhalten können. In Schweden wird Gleichstellung also als ein Regierungsauftrag verstanden, der in allen Politikfeldern gleichermaßen zu berücksichtigen ist. Zusätzlich gibt es in Schweden mehrere Gleichstellungsinstitutionen, die diese Politik fördern sollen. Im schwedischen Parlament liegt der Frauenanteil bei über 47% und auch die Erwerbsquote von Frauen im Alter zwischen 15 und 64 Jahren ist mit 80% die höchste in der gesamten Europäischen Union. Nun sind wir bereits bei unserem Quiz angelangt. Fangen wir an mit der ersten Frage. Welche Kinderbuchautorin kommt aus Schweden? A. Enid Blyton, B. J.K. Rowling, C. Astrid Lindgren oder D. Cornelia Funke? Die richtige Antwort ist C. Astrid Lindgren. Die zweite Frage lautet: Wie viele Provinzen hat Schweden? A. 21, B. 24, C. 23 oder D. 25? Die richtige Antwort lautet A. 21. Nun zu unserer letzten Frage. Mit welcher Währung zahlt man in Schweden? A. Schwedische Lira, B. Schwedische Krone, C. mit dem Euro oder D. mit dem schwedischen Dollar. Die richtige Antwort ist B. mit der schwedischen Krone. Nun sind wir auch schon am Ende unseres Videos EU2Go Schweden angelangt. Vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Ihr findet unsere bisherigen EU2Go Videos auf unserem YouTube-Kanal. Weitere Informationen über unsere Arbeit findet ihr auf www.eiz-rostock.de.